Beunruhigendes Update zu Heinz Hönig. Der Schauspieler liegt im Koma. Während er Anfang des Jahres noch fit wirkte, hat sich sein gesundheitlicher Zustand jetzt drastisch verschlechtert. Laut RTL wurde Heinz Hönig, 72, noch am 30. April 2024 mit einem Helikopter in ein Berliner Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Heinz Hönig liegt im Koma, wie RTL weiter erklärt, habe man dem Schauspieler am 2. Mai einen Stent am Herzen gesetzt. Eine weitere Operation soll zeitnah folgen. Offenbar liegt Hönig im Koma, wie die Familie dem Sender erklärt habe. Auch das Management des 72-Jährigen bestätigt die Angaben, die RTL aus seinem näheren Umfeld erhalten hat. So heißt es: Herr Hönig fällt leider komplett für das Musical »Ein bisschen Frieden« aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich morgen, 3. Mai, stattfinden soll. Schockierende Nachrichten, schien es dem Darsteller doch eigentlich besser zu gehen. Noch vor wenigen Wochen hat er ein Interview mit RTL gegeben und wirkte vor Ort sehr fit. Mit seinen 3- und 1-jährigen Söhnen spielte er vor den laufenden Kameras sogar Fußball. Mit dabei auch seine Ehefrau Annika Kersten Hönig, 39. Er erklärte, dass er noch einiges vorhabe und den Kindern gerecht bleiben wolle. Im Dschungelcamp blieb er immer tapfer. Im Januar zeigte sich Heinz Hönig noch munter. Bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, hat er alles gegeben und mit seinen MitstreiterInnen durchgehalten. Das große Gemeinschaftsgefühl war ihm im Camp sehr wichtig und er zeigte sich sehr ehrgeizig. An Tag 12 musste er jedoch den Dschungel aufgrund von gesundheitlichen Schwierigkeiten verlassen. Doch auch davon ließ er sich nicht unterkriegen. Nachdem er wieder mit Annika vereint war, wirkte er deutlich fitter. Auch in den aktuell sehr schwierigen Zeiten sind seine Frau und seine Kinder sicher bei ihm und stellen eine große Stütze dar.